Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsedition von Ask Christoph. Heute beginnen wir mit einem Themenblock rund um das Thema Flash und SSDs. Hier in der ersten Folge wollen wir grundsätzliche Flash-Technologie behandeln. Sicherlich habt ihr schon oft von Schlagwörtern oder Schlagabkürzungen wie SLC, MLC, PSLC, UMLC und so weiter gehört. Was verbirgt sich jetzt hinter diesen ganzen Abkürzungen? Ich habe da mal was vorbereitet. In den Zellen stellen wir über das Spannungslevel den Zustand oder den Inhalt dar. Beim SLC ist es noch sehr einfach. Wir haben nur zwei Zustände. Entweder haben wir eine 0 oder wir haben eine 1. Bei MLC ist man hergegangen und hat 4 Zustände pro Zelle. Dadurch sparen wir uns natürlich eine Menge Material und die Disk wird günstiger. Aber dafür wird die Langlebigkeit sinkt auch. Beim SLC haben wir noch ca. 100.000 Mal, was wir die Zelle beschreiben können. Bei MLC sind wir nur noch bei ca. 3.000 Schreibzyklen. Bei TLC haben wir dann 3 Bit pro Zelle. Wir bekommen 8 Zustände. Häufig liest man auch in Verbindung mit TLC, dass das auf 3D-NAND basiert. Das bedeutet, dass das Flash nochmal hergegangen ist und in mehreren Lagen übereinander gestapelt wurde. Damit können wir die Density nochmal weiter erhöhen und bringen mehr Informationen in eine gleiche Größe, sage ich mal, hinein. Bei QLC haben wir dann 4 Bit pro Zelle, kriegen 16 Zustände, ist in der Industrie aber noch nicht wirklich angekommen. Da hapert es noch ein bisschen mit der Langlebigkeit, da kriegt man noch nicht ausreichend Schreibzyklen hin. Das CLC hat übrigens genauso viel wie das MLC, also da liegen wir bei ungefähr 3000 Schreibzyklen. Dann haben wir UMLC, PSLC, ISLC. Was verbirgt sich jetzt da dahinter? Im Endeffekt gehen wir her, wir nehmen MLC oder TLC Flash und verwenden, wie bei einer SLC-Disk, nur 2 Zustände. Damit kriegen wir wieder einen deutlich größeren Spannungsabstand her und die Disk wird viel robuster. Damit können wir dann 20.000 bis 30.000 Schreibzyklen realisieren. Der große Vorteil gegenüber SLC ist dann der Preis, weil MLC und TLC läuft in großen Stückzahlen, SLC nicht. Und daher ist die deutlich günstiger, die Disk, als eine SLC-Disk. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Nächstes Mal sprechen wir über Formfaktoren und Interfaces. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, vor allem bleibt gesund und bis im Jahr 2021 bei Ask Christoph. Ask Christoph.